Auf geht's, meine Freunde, es wird wieder Zeit für Spitznamen. Und ja, diesmal habe ich gesagt, ich mache es anders als vorher. Und diesmal mache ich es so, ihr nehmt euch ein Pokémon raus, beispielsweise Pfiffchen, schreibt dazu einen männlichen und einen weiblichen Spitznamen. Und das erste Pfiffchen, was ich fange, wird dann einen dieser beiden Namen bekommen. Aber gleich vorneweg, wer zuerst kommt, mal zuerst. Wer als erstes sich das Pfiffchen gekrallt hat, bekommt das Pfiffchen auch als erstes. Wenn ich mir dann noch ein zweites fangen sollte, ist natürlich der andere, der sich dann auch das Pfiffchen als Spitznamen ausgedacht hat, halt dran. Ihr müsst halt dann in die Kommentare schauen, gucken, was schon gepostet ist. Am besten, ihr nehmt euch eine Liste zusammen, was von der Saphir-Edition. Ich denke mal, Alpha Saphir und Omega Rubin werden nicht so arg von den alten abweichen, was die alten Pokémon, die es damals zu fangen gab, es ist jetzt da geben soll, denke ich mal, wird es nicht arg abweichen. Und dahergehend würde ich sagen, schnappt euch eine Liste, sucht euch ein Pokémon raus, knallt einen Spitznamen männlich-weiblich hin, außer das Pokémon hat natürlich kein Geschlecht oder hat nur ein Geschlecht, dann halt nur für das eine Geschlecht. Und wenn ich das Pokémon fange, werde ich mir diese Liste zu Herzen nehmen und diesen Pokémon, diesen Spitznamen dann verpassen, wenn ich es gefangen habe. Ich werde es so machen, ich werde jedes Pokémon fangen, was ich noch nicht habe. Und das ab den ersten Orden werde ich das machen. Ich werde auch keinen Pokémon versus willkürlich vorweg fangen, sondern dann ab den ersten Orden werde ich dann erst direkt fangen, weil bis zum ersten Orden braucht man, soweit ich weiß, keine VM. Da brauche ich kein Pokémon, was ich im Voraus besorgen muss, also passt das wunderbar. Bis zur ersten Arena habt ihr auf jeden Fall Zeit, eure Pokémon reinzuposten. Ihr könnt natürlich auch noch ein paar Tage oder ein paar Episoden danach halt posten. Nur müsst ihr daran denken, dass dann schon die ersten Pokémon, die es dann wahrscheinlich gibt, schon verschossen sind. Und ja, gut, das war's schon. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Also Pokémon aufschreiben, dann hat die Spitznamen zu den Pokémon männlich-weiblich, beziehungsweise nur ein Geschlecht, wenn es nur ein Geschlecht hat. Und ja, dann werden wir mal sehen, was da für Spitznamen zustande kommen. Gekabor hat schon seinen Namen und dabei bleibt's auch. Den Rest lasse ich euch bestimmen. Also dann, man sieht sich.